Danke. Moment. Dazu wollte ich sagen. Ich hab immer drei oder vier verschiedene Dinge, die ich sagen will, und dann am Ende habe ich gar keine mehr, weil ich über alle über die Themen versuche, mich zu vernetzen. Was Gutes tun, Moment. Genau, ich wollte sagen, die Leute, die hier hinkommen, die wollen ja auch keine einfachen Themen, die irgendwie fröhlich stimmen, sondern die wollen irgendwie mal auf dem Weg der Wahrheitsfindung irgendwie vorankommen. Und ich meine, so schlimme Themen, wie ich auch immer lese, ich weiß auf jeden Fall, danach kann es nicht mehr schlimmer kommen, weil das ist ungefähr die Wahrheit, was da steht. Und klar, es kann immer noch schlimmer werden, aber ich weiß schon auf jeden Fall, was abgeht. Und ich habe lieber eine fiese Realität vor mir, als irgendwie in Unwissenheit zu sein, weil ich finde, das ist eine Sache, die einen wirklich in Angst, Depression etc. treibt, wenn man einfach ein bisschen Leben treibt und nicht weiß, wo vorne und hinten ist und nicht weiß, wofür man lebt, warum man lebt etc. Und dass man einfach durch sowas hier das einfach vielleicht ein bisschen mehr fokussieren kann und begreifen kann, worum es wirklich geht. Und dass es eher einem vielleicht auch positive Energie geben kann. So ist es zumindest bei mir. Ich will das jetzt hier keinem vorwegnehmen, aber so ist es auf jeden Fall bei mir. Und jawohl. Bitte. Ja, das war ein schönes Stichwort, denke ich mal. Ja, das Problem ist, dass man, wenn man natürlich gegen so vieles spricht, was im Moment von vielen als die Wahrheit gesehen wird, dass man A, als Verschwörungstheoretiker hingestellt wird und B, dass man natürlich vielen Leuten auch Angst macht. Wenn man weiß, dass das Geldsystem nicht mehr lange funktionieren kann, kriegt man natürlich Angst. Weil, was wollen wir ohne Geld machen? Aber dann sollte man anfangen nachzudenken, denn rein theoretisch ginge auch eine Welt ohne Geld. Das schafft jede Ameise, das schafft jede Biene und andere Tiere schaffen das auch. Alles ohne Geld und die zerstören die ganze Welt dabei nicht. Und wir müssen einfach mal verstehen, dass wir für unser Geldsystem viele wirklich katastrophale Sachen machen. Das eine ist Konkurrenz. Das Konkurrenzdenken. Jeder muss gegen jeden kämpfen, um für einzelne maximale Profite rauszuholen. Wäre es eigentlich nicht viel klüger, wir würden alle zusammenarbeiten, um für die Menschheit den maximalen Profit Und das andere ist eben Geheimnisse. Wenn unsere ganze Wirtschaft lebt im Prinzip davon, dass der eine nicht weiß, was der andere weiß. Wie wollen wir als Menschen damit maximal weiterkommen? Eigentlich gar nicht. Wenn alle wüssten, was der andere weiß und das weiterentwickeln könnte, dann hätten wir ein ganz anderes System. Wir hätten ein System der Kooperation. Das wäre ein Quantensprung für uns Menschen, wenn wir uns alle mal kooperativ verhalten würden. Stichwort Internet. Ja, das ist, sage ich mal, eine Sache, die übers Internet natürlich kommt. Und was da an Positivem entsteht, kann man ja auch bei diesen Open-Source-Projekten sehen. Oder was wir hier sind, das ist auch noch mit dem Internet, muss ich mal behaupten. Ja, das, denke ich mal, ist auch eine gute Sache, dass diese Information einfach weitergegeben wird, dass wir hier sind. Und ich möchte, dass das wirklich viele Leute machen. Ich denke mal, wenn wir uns alle zusammensetzen würden, würden wir eine viel bessere Welt schaffen können. Wir müssen nur anfangen, miteinander zu kommunizieren. Viele laufen einfach nur aneinander vorbei und viele, die hier vorbeigehen, sagen, was sind das denn für Idioten? Ich habe heute gehört, die EU zahlt 150 Millionen an die Bauern, die dadurch weniger an die Russen verkaufen können, weil jetzt die Russen dieses Embargo beschlossen haben, dass die kein Obst mehr von uns haben wollen. Jetzt fragt euch mal, wer zahlt denn diese 150 Millionen? Unsere Politiker? Unsere Industrie? Unsere Wirtschaft? Die Superreichen? Die irgendwo anders hingehen, wo sie keine Steuern bezahlen muss? Nein, wir. Und Aufgabe dieser 150 Millionen ist nämlich, dass der Preis hier im europäischen Markt für das Obst nicht weiter verfällt. Also wir zahlen doppelt. Wir müssen das teure Obst kaufen und wir müssen mit unseren Steuern die 150 Millionen bezahlen. Und beschlossen wird das von Politikern. Lasst euch wirklich nicht immer so einen Mist erzählen von den Leuten, die
eh nur Marionetten sind und das erzählen, was die Wirtschaft gerne von uns hätte, wie wir reagieren und agieren sollen. Jawohl. Also zu den Sanktionen, ich habe vor ein paar Tagen diesen Artikel geteilt auf der Seite, mit den, wie lange es mit den Sanktionen noch durchgezogen werden kann. Und da stand ja, dass es höchstens 2 oder 3 Monate dauern kann, bis wir wirklich in ernsthafte wirtschaftliche Bredouillen kommen, beziehungsweise Russland auch. Und das ist eine Friedensthema, Freunde. Ja, genau. Und da bin ich einfach mal gespannt, wie jetzt beziehungsweise unsere Kanzlerin, / die EU, / die NATO handeln möchte. Du hältst die Schnauze! Du hältst die Schnauze!